Okay, okay. Könnte ich hinbekommen. Ah, fast. Geht doch. Ich habe so viel Leben mittlerweile. Ich weiß nicht, wohin damit. Oh, ich bin wieder bei der Baumschlucht. Diesmal allerdings ganz unten. Erstmal gucken, was da unten ist. Noch mehr stachelige Hirne. Warte mal, ist hier Dingensbums? Hohe Strahlung gemessen. Oh, shit. Die haben wir versohnt. Wo führt mich das hin? Zum östlichen Teil der Versohnminen. Gab's das auch? Falls ja, habe ich die Versohnminen komplett vergessen, dass die existieren. Gucken wir erstmal oben weiter. Gucken wir erstmal oben weiter und danach vergesse ich wieder, dass ich hier was habe und entdecke wieder etwas, was ich vorher schon gefunden hatte. Ah ja, ich kann hier die Tür öffnen. Was ja auch schon mal was ist, ne? Haben wir die Abkürzung hier. Und ich habe schon wieder nicht dran gedacht, merke ich gerade, dass ich die andere Steuerung mal ausprobieren wollte, um zu gucken, ob die genauso ist wie damals. Weil ich glaube nicht, dass ich das mal eben hier einfach so einstellen kann und vor allen Dingen wird das nicht mit dem Controller hier funktionieren. Wo ist denn das? Da, verdammt nochmal. Control Sticks. Aktiviere die Bewegungssteuerung zur Kamerasteuerung und zum Zielen, ähnlich wie bei Metroid Prime Trilogie. Für Wii? Das wird nicht funktionieren. 100 Pro. Wait, ist das schon eingestellt? Also ich... Achso. Okay. Bitte kalibriere deinen Controller. Lege ihn hierfür auf eine stabile, ebene Fläche und warte einen Moment. Ja, sag ja, ich... Oh, dafür hast du das hier. Die... Rechter Stick macht gerade Waffenwechsel. Gefällt mir wesentlich besser. Ja, im Endeffekt ist alles gleich. Die einzige Sache ist, ich kann meine Kamera jetzt halt nicht mehr bewegen, weil an der Stelle halt Waffenwechsel ist. Und das gefällt mir wesentlich besser, weil das geht fixer. Das geht richtig fix jetzt. Allerdings funktioniert das nur, wenn ich die, den eigentlichen Controller von der Switch nehmen würde. Und ich habe kein Interesse, die zu benutzen. Die sind mir zu klein, die Dinger. Die Dinger sind für Kinderhände gemacht. Nicht für Erwachsene. Zudem habe ich keinen Bock, dass die, dass ich jedes Mal die Batterie wieder aufladen muss. Weil es ist so nervig. Du spielst mit den Dingern und dann nach einer Zeit, oh, Batterie leer. Zeit fürs Aufladen.
Es ist nervig. Aber ich meine, ich habe das Spiel auch hier so durchgespielt, von daher. Nee, Quatsch, habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe das ja erst auf der Wii durchgespielt. Stimmt. Ich habe es ja erst mit der Trilogie durchgespielt. Das, was ich durchgespielt hatte, das war dann, ja, wobei, ja, doch, könnte man sonst. Ja. Prime 2 habe ich durchgespielt, also kann man schon irgendwie dann sagen, ja, habe ich schon mal durchgespielt. Mit so einer Steuerung. Ohne Scheiß, ich kann mich an diesen Ort überhaupt nicht erinnern. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an diesen Ort erinnern. War der schon immer im Spiel? Ja, ne? Der war schon immer in dem Spiel bestimmt, wa? Warte mal ganz kurz. Kann man ja relativ fix mal eben kontrollieren, ne? Metroid Prime Prom, genau. Prime. Gott, wie schreibe ich denn Prime? Prime. Metroid Prime. Remastered. Phazon Mines. Phazon Mines. Oder Phazon Mines. Ja doch, die waren scheinbar, das war schon scheinbar schon überall im Spiel. Aber ich erinnere mich überhaupt nicht mehr daran. Aber sowas von nicht. Vielleicht weil du quasi einmal hier bist und danach nie mehr. Weil sowas wie Magmor oder Fendrana oder auch, die Talon-Oberwelt und so weiter, die Shoso-Ruinen. Das sind alles so Orte, die einem besser in Erinnerung bleiben. Und wenn das jetzt hier eher so ein Ding ist, was einmal besucht wird und danach hast du alles gefunden, was es hier gibt und bist dann weg. Ja gut, ich glaube, dann kommst du kein einziges Mal mehr wieder zurück und dann erinnerst du dich entsprechend auch nicht mehr an diesen Ort. Sekundärer Schaltkreis des Kraftfelds deaktiviert. Okay. Primär, wa? Primär. Hier gerade nach Klebstoff? Das Steuerungssystem des Krans scheint intakt. Es fehlt jedoch die Stromversorgung. Die Energieleitung zur Aktivierung des Steuersystems befindet sich wahrscheinlich in der Nähe der Kontrollkabine auf der gegenüberliegenden Seite. Komisch. Machst du einen auf Jumpscare oder was?
Der Scan des Kahns deutet darauf hin, dass er kürzlich benutzt wurde. Momentan ist er nicht in Betrieb. Oh wow, echt? Woran kann es nur liegen? Bestimmt nicht daran, weil ich gerade die komplette Besatzung davon ausgelöscht habe, oder? Nee. Nee. Nee, du. Das wäre aber auch ein krasser Zufall, wenn ich das gewesen wäre. Nee. Nee. Das war nicht ich. Jegliche Personenmutationen sind dem wissenschaftlichen Team umgehend mitzuteilen. Alle Einheiten mit vorteilhaften Mutationen erhalten eine Gehaltssteigerung und zusätzliche Verpflegung. Mögliche Kandidaten für die Elite sowie für den Einsatz in der Truppe werden derzeit vom Kommando ausgewählt. Transport von Baustoffen abgeschlossen. Verarbeitung der Lieferung für die Xenomen-Wachteams ist in Vorbereitung. Die Steuerkonsole dieses Lastkrans ist intakt, es fehlt jedoch die Stromversorgung, eine nahegelegene Energieleitung. Okay. Auch schon toll, weißt du? Bist hier am Arbeiten und dein Arbeitgeber erwartet von dir, dass du mutierst. Und dann mutierst du, aber dann mutierst du nicht in der richtigen Art und Weise, sondern du siehst dann am Ende aus wie so ein Cronenberg-Bergmonster. Quasi so ein Fleischklumpen mit unzähligen Armen, Beinen, Augen, Mündern und so, wo du nicht weißt, wo du gerade hingucken sollst und was das überhaupt darstellen soll. Hä? Ach so, ich depp. Krantum wird neu ausgerichtet. Ohne Scheiße, riecht irgendwie... komisch. Vielleicht fange ich noch an, verbrannten Toast zu riechen, wa? Doch, geht nicht. Ne, irgendwo da hinten ist noch eine Tür, aber ach egal. Kann ich später hingehen. Oh. Ist das was? Ach, das ist so eine explosive Kiste. Wait, eine explosive Kiste? Kann ich die von hier aus zerstören irgendwie? Nee, ne? Nee, ich glaube, ich kann die von hier aus nicht erwischen. Abwehranlage dieses Abschnitts defekt. Ach, echt? Ha. Huh. Wie kommt's? Hätten die Piraten wenigstens mal die Verteidigung verbessern sollen, beziehungsweise wieder aufbauen sollen, ne? Hi, wie geht's denn so?
Da fällt mir gerade ein. Gibt ja quasi mehr oder weniger ein neues Doom-Spiel übrigens, ne? Mighty Doom. Zutritt nicht genehmigt. Ah, super. Und da ist eine rote Tür. Was so aussieht wie ein Handyspiel und scheinbar mehr oder weniger einfach... Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Autoscroller ist, wo du einfach durch die Gegend ballerst und du sollst dann hier und da mal Tasten drücken oder so. Ich meine, wenn Spaß macht, okay, aber... Uff. Weißt du, Doom kennst du halt als das brutale Ballerspiel, wo du haufenweise Dämonen umnietest und blutig ohne Ende ist und quasi mit Eternal, das quasi alles nochmal auf die Spitze getrieben worden ist, weil du vor allen Dingen auch noch extrem mobil bist dort und alles. Und dann hast du dann Mighty Doom. Aber gut, da sieht es eher so aus, als wenn das quasi weniger die Dingensbums sind. Weniger quasi Ingame-Charakter, sag ich jetzt mal. So wie man halt den Doomslayer kennt, sondern es sieht eher aus, wie als würdest du das mit diesem Figürchen quasi spielen. Wavebeam-Pirat. Weltraumpirat mit Wavebeam-Ausrüstung. Und den Weltraumpiraten ist es gelungen, einige Waffentechniken der Shuzo-Entwicklung nachzubauen. Zu diesen Techniken gehört der Wavebeam. Aufgrund von Konzeptionsmängeln ist der Wavebeam-Pirat sehr empfindlich gegenüber seinen eigenen Waffensystemen. Seine Waffenbewaffnung ist im Vergleich zu dem Original aus der Shuzo-Entwicklung als minderwertig einzustufen. Dennoch ist die Kraft dieser Waffen nicht zu unterschätzen. Ah, wieder schön geschockt. Und ich bin zu blöd, eine Rakete im richtigen Timing anzuschießen. Oh, und die Rakete fliegt einfach mal eben weg. Hä? Ist da noch einer? Oh, tatsächlich. Ah, okay. Mir fällt übrigens gerade wieder ein, wo ich ja Tunic erwähnt hatte, ne? Ich hab's hinbekommen, aus der Spielwelt zu fallen. Ich hab's endlich hinbekommen. Das war beim Sumpf. Das war beim Sumpf, wo quasi da, wenn man den Sumpf betritt, da sieht man ja einzelne Stelle, wo quasi ein Loch im Boden ist, da ist Wasser. Und das sieht aus, als wenn da so ein Dingensbums eigentlich drin sein müsste. Einen von diesen komischen, silbernen Obelisken oder Steinsäulen, Säulen oder wie auch immer. Ich hab's irgendwie hinbekommen, da reinzufallen. Ich weiß nicht wie. Ich bin da reingefallen und auf einmal wie ein nasser Sack einfach mal eben runtergefallen. Sicherheitssperre aktiv, biometrisches Muster eines Weltraumpiraten erforderlich, Zutritt verweigert. Ja, super. Tolle Wurst. Zahlreiche Haarrisse innerhalb des Zuggitters aus Timbensko vorhanden. Was musste ich dann nochmal machen? Ne, warte mal, das war dann das, richtig? Oder habe ich da... Nee. Timbensko konnte ich, glaube ich, erst dann mit einer Powerbomb zerstören, richtig? Das konnte ich, glaube ich, noch nicht jetzt machen. Genau, das war dann mit einer Powerbomb. Okay. Hoffentlich bekomme ich die auch mal bald.
Hä? Ach, da oben! hi. Komme ich gerade ungelegen? Was ist denn das? Nachfolgend eine Auflistung der empfohlenen Kampfausrüstung für Elite-Piraten. Schultermontierte Plasma-Artillerie-Kanone, reflektierender Schutzschild, Wellenbeben-Generator, Energieabsorber-System und einziehbare Handgelenk-Bajonette. Huh. Sieht aus wie Fason. Identifikationscode EPG 6872, Reihe 23, Testbezeichnung Elite Pirat Alpha. Außenhülle des Behälters ist mit einer Legierung aus Bendezium versehen. Ah, mehr auch nicht. Okay, kann ich einfach wohl auch mit der Powerbomb zerstören. Erste Experimente an Embryos von Weltraumpiraten, die im Rahmen des Helix-Projekts erfolgten, fielen katastrophal aus. Die Fason-Invasion brachte degeneriertes Hirngewebe hervor. Gleichzeitig vergrößerte sich allerdings auch die Muskelmasse. Keiner der Elite-Piraten, wie wir sie bezeichnen, erreichte die Geschlechtsreife. Die wenigen, die ihre Kindheit überstanden, erlitten als Jugendliche starke Schockanfälle und töteten jedes Lebewesen in ihrem Wahrnehmungsbereich. Doch vor kurzem gelang dem Forschungsteam Sclera ein entscheidender Durchbruch. In ihren Parasitenstudien erzielten sie hervorragende Ergebnisse mit einer Fason-Sorte, die den Codenamen Vertigo trägt. Daraufhin gelang uns die Kombination von Vertigo-Fason mit der DNS von Weltraumpiraten mit ausgezeichneten Resultaten. Die jüngste Gruppe von Elite-Piraten hat das jugendliche Stadium erfolgreich abgeschlossen und steht für Einsatztests und zur Ausbildung bereit. Gott, ich merke irgendwie noch, dass die Stimmbänder von gestern scheinbar irgendwie noch nicht wirklich komplett erholt sind. Keine Ahnung warum. Plattformsystem aktiviert. Oh, okay. Cool. Da, habe ich schon wieder hier Gegner. An alle Stationen, Sicherheitsalarm. Lebensform Sambu Saran ist auf Talon 4 gelandet. Der Jäger ist unter uns. Alle Einheiten werden hiermit angewiesen, bei Sichtung von Aran unverzüglich anzugreifen. Unverzüglich? Erlaubnis zur Ausschaltung mit sofortiger Wirkung erteilt. Jegliche Sichtung von Aran ist umgehend dem Sicherheitskommando mitzuteilen. Plattformsystem aktiviert. Toll. So viele tollen Plattformen. Ich glaube, früher waren die bestimmt auch nur einfach irgendwie schlichter am Aussehen. Kann das sein? Die waren definitiv damals recht schlicht am Aussehen. Was ist denn das für einer? Der sieht anders aus. Ich glaube, den kann ich nur damit anschießen. Nein, guck doch nicht guck doch nicht das Terminal an! Guck doch nicht den Boden an! Boden! Oh, Terminal! Ach, das ist ein Gegner.
Powerbeam-Pirat. Ah, okay. Also doch das hier. Du kannst quasi sagen, du hast Gegner, die einfach farbkodiert sind. Kann ich dann ich kann eine Supermissile benutzen. Nice. Oh, jetzt kannst du Terminal angucken. An alle Einheiten umgehend Kampfstellung beziehen. Gehorsamsverweigerung bei dieser Order erfüllt den Tatbestand des Verrats. Verrat wird mit Hinrichtung geahndet. Wow, toll. Industrieller Pulsbeam einsatzbereit. Automatische Auslösung aktiviert. Warum zum Geier wollte ich gerade irgendwas sagen mit atomarisch? Ah, ich kann mal eben Wände hier verschwinden lassen, okay. Pulsbeam für den industriellen Einsatz in dieser Ausführung zum Betrieb in Minen vorgesehen. Aha, 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 okay. Klopp ich alles auseinander. Ich kann hier jede einzelne Wand auseinandernehmen oder wieder was? Und jede einzelne Wand kann ich scannen. Das ist zum Aktivieren gewesen. Okay, dann rein da und durch die Gegend kullern. Wie komme ich hier raus? Ah, okay. Kamera! Spiel mal ein bisschen mehr mit mir, ja? Nicht sicher. Ich mach mal lieber. Du kannst aus dem Winkel hier gerade nicht wirklich sehen, ob du gerade da hinschießt, wo du hinschießen möchtest. Nein, doch. Oh, bin ich blöd. Oh Gott, jedes Mal drücke ich die falsche Taste. Na, hier sollte ich glaube ich nicht hinfeuern, oder? Man kann ich ja mal machen, aber ist glaube ich nicht so gesund. Auch echt, in allen Wänden ist nichts außer in der einen. Naja, immerhin, ne?